Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich habe mal wieder ein neues spannendes Video. Heute geht es um den Aufbau meiner Photovoltaikanlage. Ja, es ist schon eine Zeit her, da hatte ich euch die hier auf dem Kanal mal vorgestellt im Rahmen eines sogenannten kleinen Unboxings. Ja, so was für eine Photovoltaikanlage ich dafür mein Hausdach bekommen habe. Und heute ist es endlich soweit. Es hat ein bisschen länger gedauert, gebe ich ja zu, aber heute ist es soweit. Es geht um den Aufbau. Wir werden das mal uns mal anschauen, so ein bisschen im Dokumentarstil. Wie sieht das eigentlich aus? Wie läuft der Aufbau von einer Photovoltaikanlage eigentlich ab? Also von der Planung und dem ganzen Papierkram, dann natürlich auch der Aufbau. Wie sieht das Ganze aus mit dem Haltersystem, das Schienensystem, dann die Photovoltaikmodule, der ganze Anschluss bis hin eben zum Wechselrichter und dem Speicher. Das Ganze ziehen wir mal durch in, sagen wir mal, unter 30 Minuten, wie so eine komplette PV-Anlage installiert wird. Ich erkläre zwischendurch so ein bisschen was, was man da so im Einzelnen bei beachten kann oder muss oder soll. Oder wie auch immer, und ich denke, dann haben wir hier so ein bisschen Spaß zusammen. Ja, bevor wir jetzt aber gleich rüberhuschen zur Baustelle, wollen wir noch schnell zwei Fragen klären. Zum einen, was habe ich da eigentlich jetzt für eine Anlage verbaut? Und zum anderen, wer ist eigentlich Sunaru? Und wir steigen ein mit der Anlage. Die hatte ich ja schon mal in so einem kleinen, wie sage ich immer, Unboxing-Video vorgestellt. Wer das Video nicht kennen sollte, ich kann das mal hier verlinken. Ansonsten noch einmal kurz zum Überblick. Das ist eine komplette Anlage von Aiko. Wer dieses Jahr auf vielleicht der ein oder anderen Solarmesse mal, der war, hat mit Sicherheit schon mal was von Aiko gehört. Und Highlight dieser Anlage sind definitiv die Photovoltaikmodule. Das sind N-Type ABC-Module. Was bedeutet ABC? All Back Contact. Das heißt also, dass diese gesamte Kontaktierung auf den Solarzellen auf der Rückseite stattfindet. Und das Ganze spiegelt sich dann wieder in relativ hohen Leistungen. Also die Module, die ich jetzt bei mir verbaut habe, die haben 465 Watt an Spitzenleistung bei einer Effizienz von 23,8%. Und das ist schon echt heftig. Ja, dazu, ich sag mal so, das übliche 15 Jahre Produktgarantie plus 30 Jahre Leistungsgarantie und so weiter. Und die sehen wirklich totschick aus. Dazu gibt es einen Wechselrichter, auch von Aiko, 10 kW an der Stelle. Achso, ja, die Anlage hat insgesamt 9,9 kW mit 22 Modulen. Wobei wir nicht alle 22 Module draufgekriegt haben. Zwei Module sind weniger, also kommen wir etwas über 9 kW Peak. Allerdings mit dem 10 kW Wechselrichter überhaupt gar kein Problem. Zwei Strings kann man daran anschließen. Ist auch komplett von Aiko, ein Hybridwechselrichter, was da sehr interessant ist, mit kompletter Ersatzstromfähigkeit. Das sind aber alles so Dinge, die werde ich euch später dann nochmal vorführen, wenn die Anlage in Betrieb ist. Dazu noch Batteriespeicher, zwei Module mit jeweils 5 Kilowattstunden, auch von Aiko. Das heißt, das Ganze bildet dann ein gesamtes System. Sage ich mal, so eine ganz runde Geschichte. 10 Kilowatt Peak aufs Dach und ein 10 kW Inverter dazu plus eben 10 Kilowattstunden Speicher. Ja, das System könnt ihr übrigens auch, wenn ihr da Interesse dran habt, ne, braucht ihr uns nur ansprechen, das verkaufen wir übrigens auch tatsächlich. Ja. So, warum verkaufen wir das? Genau, wir sind nämlich auch die Firma Sunaru. Ich bin Wolf. Hi, ich bin Alex. Moin, und ich bin der Mike, und wir sind Sunaru. Oder so ähnlich. Ja, wir drei kennen uns hier aus dem Ort, haben die Firma Sunaru aufgemacht und vertreiben jetzt halt Photovoltaikanlagen hauptsächlich für den Do-it-yourselfler. Wir wollen allerdings auch so ein bisschen Support liefern können beim Aufbau von Photovoltaikanlagen, und deswegen sollte das hier an meinem Haus sozusagen das erste echte Lernprojekt werden, um einfach mal zu sehen, wie das Ganze in der Praxis so abläuft, was muss man beachten, und naja, da dümmer wirst du da ja auch nicht bei, wie man weiß. Und deswegen würde ich sagen, an der Stelle so viel dazu zur Einführung. Wenn noch Fragen sind, schreibt das in die Kommentare, und wir springen jetzt zur Baustelle und bauen mal die Anlage auf. Und zum Einstieg werfen wir noch einen letzten Blick auf das originale Dach. Ihr seht, das ist jetzt hier eigentlich eine relativ einfache Aufgabe. Wir haben ein Krüppelwalmdach, keinerlei Dachfenster oder irgendwelche Belüftungen und so weiter. Das Abgasrohr von der Gasheizung ist bereits rausgeflogen, weil wir ja kurz erst auf Wärmepumpe umgebaut haben. Und von daher eigentlich eine optimale Ausgangslage. Das erste, was wir machen, ist natürlich ein Gerüst aufbauen. Und die Zeit nutzen wir einfach mal, um kurz einmal so zu erläutern, was man so im Vorfeld eigentlich schon so alles machen muss. Bevor man natürlich die Anlage aussucht, muss man auch wissen, wie viel Kilowatt Peak bzw. wie viele Module bekomme ich überhaupt auf mein Dach montiert. Das machst du mit einer entsprechenden Dachplanung. Das heißt, du musst dann so ein bisschen schauen. Da gibt es Programme für. Das heißt, auch wir bei Sunaru, wir haben da auch ein entsprechendes Programm, wo wir dann schauen können, baust du die Module senkrecht, waagerecht oder wird das sogar ein gemischter Aufbau? Da geht es im Prinzip ja darum, gerade bei komplexeren Dächern das Maximale aus der Dachfläche rauszuholen. Dazu folgt natürlich noch eine Stringplanung, wie du die Module nachher verschaltest.
halten möchtest. Und ein Blick in die Statik, der kann auch ganz nützlich sein, um zu schauen, ob letztendlich das Zusatzgewicht der Anlage auch noch mit dem Dach konform geht. Ja? Und dann hast du so ziemlich die Anlage komplett und weißt, was du da alles draufbauen kannst. Und das Wichtigste ist natürlich der Papierkram, Freunde. Und das kann ich auch sagen, wenn ich eins gelernt habe, dann wie viel Papierkram man machen muss, um eine Photovoltaikanlage installieren zu dürfen. Das Erste, was man macht, ist eine Netzanfrage. Die musst du im Prinzip schon stellen, bevor es überhaupt losgeht. Und eigentlich wollte ich das alles hier schön erklären, aber das ist leider so komplex, da kannst du ein eigenes 20-minütiges Video von machen. Und es ist auch sehr individuell. Also bei uns waren jetzt einige Formulare vorgegeben, die ich jetzt woanders nicht gesehen habe und so weiter. Auch nach Aussage des Elektrikers ist das immer sehr individuell. Also da machen wir nochmal ein eigenes Video über diesen ganzen Papierkram, der so rund um so eine Solaranlage zwangsläufig auf euch zukommt, wenn ihr die installieren und vor allen Dingen auch ans Netz bringen wollt. Aber ich kann euch echt versprechen, das ist wirklich nicht wenig. Da habe ich echt so einiges über die Bürokratie in Deutschland gelernt und dann weißt du auch, warum das nicht so richtig vorwärts geht. Naja, aber ihr seht, wo es vorwärts gegangen ist, ist das Gerüst und ja, damit können wir dann mal loslegen, wa? So, das Gerüst steht soweit so gut. Das Schöne ist jetzt hier, wir brauchen jetzt nicht ganz so viel Gerüst aufbauen. Es hat im Prinzip eine Etage ausgereicht. Damit sind wir jetzt, wie man sieht, hier schon nah genug an der Traufe. Da kannst du jetzt relativ easy peasy aufs Dach hinauftreten. Entsprechenden, was wichtig ist, ist bei Dacharbeiten natürlich ein entsprechendes Fangnetz. Das haben wir jetzt hier aufgebaut. So, das heißt, jetzt können wir hier ganz normal am Dach anfangen und wollen mal loslegen. Also der Plan ist jetzt, wir fangen unten an. Gucken wir jetzt gleich mal mit den Dachhaken, wo die Sparren sich verstecken und dann letzten Endes erstmal die Haken setzen. Und dann legen wir mal die erste Schiene hier rein und sehen zu, dass wir uns dann Schiene für Schiene nach oben arbeiten, um dann hoffentlich irgendwann auch oben anzukommen. Da dieser ganze Aufbau ja von unserer Seite auch eine Art Lernprojekt sein sollte, wurden wir hier Gott sei Dank auch von den Experten von Aiko unterstützt, die uns hier vor allen Dingen auch erstmal einen wichtigen Tipp mitgegeben haben. Auf dem Dach alles ausgemessen, wo ist der erste und wo ist der letzte Dachhaken und dann praktisch das gesamte Schienensystem bereits am Boden vorbereiten. Ja, weil das geht am Boden halt einfacher, als wenn du oben auf dem Dach rumzangelst. Und das machen wir jetzt hier zusammen. Das heißt, wir checken jetzt alles, vor allen Dingen auch die ganzen Profile, dass wir die alle haben von der richtigen Länge und dann am Ende des Tages nur noch nach oben reichen müssen und in die Dachhaken einklinken, wenn diese denn montiert sind. So, jetzt sind wir gerade schon mal dabei, das hier so ein bisschen vorzubereiten, dass wir nicht ganz so viel auf dem Dach herummessen müssen und stecken jetzt das Schienensystem zusammen. Und das ist ja schon mal so die erste Sache, das finde ich hier an diesem System auch relativ interessant. Wir haben jetzt für die unterschiedlichen Schienen haben wir entsprechende Verbinder. Die werden dann da reingeschoben und einfach fixiert. Kann ich euch mal einmal zeigen. Hier an der Stelle. Das finde ich also ganz interessant, also ohne irgendwelche Schrauben und so weiter. Man schiebt praktisch den Verbinder nur rein, drückt den einmal fest und das war's. Und dann ist der eingeklinkt. Und so geht das dann schon mal relativ einfach, dann die Schiene hier entsprechend zusammenzustecken. Ja, und wie ich eben schon meinte, man fängt immer bei der untersten Schiene an, weil man die eben am einfachsten, am komfortabelsten vernünftig ausgerichtet bekommt. Ja, die kannst du vernünftig messen und kannst dann, wenn die Schiene wirklich ordentlich sitzt, dann kannst du von der Schiene ausgehend alle anderen Schienen dann vernünftig ausrichten. Das geht wesentlich einfacher. Plus die Tatsache, dass wenn man unten anfängt und sich dann nach oben arbeitet, man schon das Schienensystem hat, was dann zur Sicherheit auch noch als Halt dienen kann. Wenn man irgendwie mal abrutscht oder so, dass man sich dann daran festhalten kann. Man soll da nicht drauf rumlatschen, das ist schon wichtig. Man sollte da immer drüber gehen und nicht drauf rumlaufen. Aber für den Fall der Fälle ist es natürlich immer noch eine Haltestange, die man da zur Not zur Verfügung hat. Und wir sehen, wir haben das jetzt hier mit einer Schnur gemacht, um die vernünftig auszurichten. Da gibt es mit Sicherheit auch, naja, vielleicht schnellere Methoden. Wie gesagt, das ist unser erstes Mal, dass wir das machen. Hier kann man mal kurz auf Pause drücken. Hier kann man nämlich sehr schön sehen, was bei der Montage des Dachhakens wichtig ist. Zum einen gibt der Hersteller immer vor, wie viele Schrauben minimal zu verwenden sind. In diesem Fall zwei Schrauben, die jeweils in eine Reihe geschraubt werden müssen. Und auch, dass man darauf achten muss, dass der Dachhaken stets einen Abstand zu entsprechend darunter liegenden Dachziegel hat. Weil ansonsten kann das eben sein, dass durch das Gewicht der Anlage oder eben auch durch Windlasten und so weiter dann Druck entsteht und dann letzten Endes der Dachziegel brechen kann.
Und wir sehen ja auch hier die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten von dem Dachhaken selber. Die bringen wir in so eine Art Mittelposition, damit wir halt in alle Dimensionen noch so ein bisschen Luft haben. Wenn wir nachher die Schiene drauflegen, dass wir dann eben schauen müssen, ne, weil so ein bisschen krumm sind die Dachsparren durchaus auch mal, also jetzt zumindest auf so ein paar Millimeter. Und das kannst du alles dann hier mit den Einstellmöglichkeiten des Dachhakens dann ausgleichen, sodass nachher die Module auch wirklich sauber auf dem Trägersystem dann aufliegen und eben nicht irgendwie dann noch mit mechanischer Spannung dann, also irgendwie noch im schlimmsten Fall noch irgendwie dann verschränkt werden oder so. Das wäre quasi das Schlimmste. Ja. Und wie ihr seht, die Schienen waren ja bereits vorkonfektioniert von uns. Die braucht Wolf jetzt hier nur noch auf dem Dach einklinken und ineinander stecken und dann läuft das Ganze. Mann, wieso ist immer diese Hose zu eng? Ich will hier keine Kommentare hören. Ja, ich hab nichts gesagt. Hose, nee, komm, Hose ist, nee, läuft schon. So, jetzt können wir mal so einen kleinen Blick hier drauf werfen. Wir haben jetzt die erste Schiene hier einmal dran lang montiert. Da kannst du praktisch mit dem Pfeil jetzt dran lang ballern. Ja. Das ist auch ziemlich wichtig. Also wir fangen ja von unten an mit der Montage. Aus genau dem Grund, die unterste Schiene, die lässt sich eigentlich am einfachsten oder mit dem niedrigsten Aufwand vernünftig ausrichten, damit eben das Gesamtbild der Photovoltaikanlage auch korrekt ist. Und von der untersten Schiene ausgehend, wenn man sich da jetzt entsprechend Mühe gibt und die wirklich ordentlich ausrichtet, können wir dann vergleichsweise einfach alle weiteren Schienen dann in Relation praktisch zu ausrichten. Und da haben wir auch hier so ein schönes, wir haben noch keinen ernsthaften Namen dafür, da hat sich der gute Alex was ausgedacht mit entsprechenden Abstandshaltern, dass das genau ausgelegt ist von einer Schiene zur nächsten. Und das können wir dann verwenden und hier über das ganze Dach dann praktisch genau den richtigen Abstand von allen Schienen einstellen. Das macht die Sache dann so ein bisschen einfacher, damit die auch schön alle parallel liegen nachher. Das soll ja schließlich auch schick aussehen. Ja. So, auch hier jetzt die Dachhaken sind ja schon entsprechend jetzt hier eingesetzt. Man sieht das hier mit den Aussparungen an den Dachziegeln. Das ist, sag ich mal, leider eine Arbeit, die gemacht werden muss. Das lässt sich nicht vermeiden. Man muss halt immer gucken, je nachdem, was für ein Dachziegel man hat, also wie die geformt sind und wo jetzt eben die Sparren liegen, dass dann eben der entsprechende Haken hier vernünftig nur aus der Dachpfanne rauskommt. Übrigens suchen wir für unseren Abstandshalter, also Patent beantragt, sag ich mal, da suchen wir noch einen Namen, vielleicht die Abstand-O-Matik à la Sunaru oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ja auch in der echten Welt sogar schon tatsächlich ein Tool für zu kaufen, aber wie gesagt, das hat der Alex hier mal eben schnell selber gebaut und das hat hier echt einen Top-Dienst gemacht, weil wie ihr seht, da ist jetzt ein Stück Schiene dran und Wolf hakt das dann praktisch ein und dann ist der Dachhaken wirklich automatisch in 99% der richtigen Position. Ich bin unten jetzt die ganze Zeit am Dachziegel schneiden. Das hat sich echt als ganz schön komplexe Aufgabe herausgestellt. Weil letzten Endes bedeuten 50 Dachhaken, die wir hier verbauen, auch 50 Dachziegel, die alle individuell eingeschnitten werden müssen. Ja, weil der Dachhaken selber an jedem Ziegel so ein ganz klein bisschen woanders liegt. Je nachdem, auf welcher Seite der Sparren sich jetzt so befindet. Also sprich, ob ich mit dem Dachhaken rechts oder links an dem Ziegel raus muss. Und das ergibt auch ein logistisches Problem, weil man muss so technisch musst du jeden Ziegel wirklich einzeln behandeln. Du musst also jetzt genau wissen, wenn du mir einen Ziegel runterreichst vom Dach, wo hat der vorher gesessen? Und natürlich, wenn ich die Ziegel wieder raufbringe aufs Dach, dann muss auch genau der Ziegel genau an die Position. Das ist also schon, ja, vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen einen fertig gemacht, aber letzten Endes hat sich das als doch relativ großer Aufwand herausgestellt. Und ihr seht da einmal kurz einen kurzen Zeitraffer, wie ich hier an so einem Ziegel rumsäge oder flexe, wie auch immer. Und wie gesagt, an diesem Betonziegel, der war da relativ unempfindlich. Ja, da konntest du locker flockig was wegnehmen. Da ist nicht ein Ziegel kaputt gegangen. Da kann ich also jetzt nichts Schlechtes drüber sagen. Allerdings gibt es ja auch so Geräte dafür, die man dann auf dem Dach hat. So eine Fräsen, die man dann quasi an den Dachsparren befestigen kann oder auf dem Dach aufklappen kann. Und praktisch direkt auf dem Dach dann einmal so eine Fräse da durchzieht, wo der Dachhaken durch soll. Und ich sehe schon, dass da bei Wolf oder Alex, also bei Sunaru, dieses Gerät mit Sicherheit auf der Wunschliste stehen wird für dieses Jahr Weihnachten. Weil das würde dir halt tatsächlich eine ganze Menge Arbeit ersparen. So, und jetzt bewegen wir uns hier mal so ein bisschen schneller. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag hier nur Dachhaken montieren und so weiter. Aber letzten Endes ist klar, jetzt haben wir hier die ersten zwei Schienen oder sogar, ja, die erste Reihe für Module. Der Abstand zur dritten Schiene ist jetzt ein bisschen geringer. Das ist jetzt im Prinzip der Punkt, das ist ja der Übergang von der untersten Modulreihe auf die mittlere Modulreihe. Da hast du natürlich einen etwas anderen Abstand.
Auch das muss man natürlich ein bisschen schauen, je nachdem, was für Dachziegel man jetzt hat, wie das am besten passt. Da ist ja zum Glück auch bei den Modulen immer ein unterschiedlicher Bereich, wo man die festklemmen muss. Das heißt, da ist immer so ein bisschen Varianz drin. Das ist mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Das tut dann nichts zur Sache, solange wie man letzten Endes in dem entsprechenden Bereich des Moduls bleibt, wo es befestigt werden soll und letzten Endes das Ganze auch vernünftig parallel miteinander verläuft. So, und jetzt seht ihr hier der Abstand von der dritten zur vierten Schiene. Das ist auch der gleiche Abstand wie vorher schon von der ersten zur zweiten. Ja, die Kollegen machen jetzt hier fleißig weiter. Jetzt kommt ja noch die letzte Reihe oben drauf, wo natürlich entsprechend weniger Module, die wird ja ein bisschen kürzer. Und in der Zeit kümmere ich mich mit den Eiko-Kollegen darum, dass wir bei uns im Hausanschlussraum den entsprechenden Wechselrichter und natürlich auch die Batterien montieren. Das Ganze beginnt hier mit einem, ja, wie soll man es nennen, einem Bodenmodul. Das muss er natürlich jetzt ein bisschen platzieren, also das soll ausgerichtet sein. Letzten Endes werden die Speicher und auch der Wechselrichter werden da drauf gestellt. Die werden zwar an der Wand noch befestigt, das dient aber nur dazu, dass es eben nicht umkippen kann. Ist also jetzt keine ernsthafte Befestigung, wo das Gewicht dann dran hängt. Also so eine Batterie hier übrigens hat 5 Kilowattstunden und bringt so etwas um die 30 Kilogramm auf die Waage. Ist also tatsächlich gar nicht so wenig. Das ist auch modular aufgebaut. Du kannst also jetzt so wie in diesem Fall diese Energiesäule bauen mit 2 Batterien und dem Wechselrichter. Man kann die aber auch nebeneinander stellen. Und wer mehr als 10 Kilowattstunden Speicherkapazität benötigt, der kann natürlich auch mehr als 2 Batteriespeicher verwenden. So, jetzt kommt als letztes oben drauf, wie gesagt, ich habe ja nur 2 Batterien, nur kommt als letztes der Wechselrichter, der kommt jetzt noch oben drauf. Da kommt jetzt hier noch ein spezieller Halter dran, wo dann praktisch der Wechselrichter dann nur noch eingeklinkt wird, damit der eben auch nicht umkippt. Aber auch hier, der Halter ist nur dafür da, dass er nicht runterkippt. Stehen tut das Ganze letzten Endes auf dem Boden. Ja, der Eiko-Wechselrichter ist auf jeden Fall auch recht interessant. Das ist ein Hybrid-Wechselrichter. Der hat jetzt hier in meinem Fall hier 10 kW Ausgangsleistung und hat eben auch die Möglichkeit der Ersatzstromversorgung. Bedeutet also, wenn wirklich der Strom ausfallen würde, dann schaltet er automatisch um auf internen Betrieb. Das heißt, er trennt dann das Haus vom Netz und übernimmt praktisch dann die gesamte Versorgung des Hauses. Das werde ich euch aber später nochmal zeigen, wenn die ganze Anlage auch läuft. So, und da ist die Energiesäule auch schon installiert. Das ging wirklich relativ fix gut. Ich hatte jetzt ein bisschen Hilfe beim Aufstellen, musste ich mich jetzt nicht ganz so abmühen hier von dem Gewicht her. Da muss man definitiv auch zu zweit für sein. Das steht außer Frage, weil auch der Wechselrichter wiegt ja schon über 30 Kilogramm, 35 oder so. So von daher. So, und hier sieht man jetzt auch sehr schön, was wir später noch anschließen werden alles. Das ist praktisch der ganze Kram, der hier integriert ist, der auch für die Ersatzstromfähigkeit dann notwendig ist. Ja, man kann hier auch von Hand ein paar Sachen, natürlich muss in die Verteilung auch noch was rein, aber grundsätzlich ist das hier eine Geschichte, die man sonst für Notstrom in einer eigenen Box nochmal parallel hätte. Das ist hier alles im Wechselrichter bzw. in der Energiesäule integriert. Hier kommt nachher eine Abdeckung drüber und dann siehst du da praktisch gar nichts mehr von. Ja, so weit, so gut. Haben wir das schon mal stehen und ja, bin ich schon mal ganz zufrieden mit. Die gleichstromseitigen Anschlüsse, die dürfen wir natürlich auch selber machen. Auch hier liefert Eiko die genau passenden Kabel bereits mit, die ihr hier seht mit den Steckern und so weiter. Die ist auch, da gibt es unterschiedliche Kabel für eben unterschiedliche Konfigurationen. Ich habe jetzt hier, ich will mal fast sagen, die Standardkonfiguration, 2 Batterien untereinander. Und das kannst du hier dann direkt verdrahten. Ist also, das ist wirklich idiotensicher, da kann man nicht wesentlich viel verkehrt machen. Und das darf man auch ohne weiteres selber durchführen. Ja, einfach Stecker reinstecken, dann klickt das einmal, dann sind die gesichert, Kabel schön verlegen und damit ist das Ganze dann gut. Ja, so, und dann muss man nochmal schauen, ne, wenn man das jetzt hier schön, kann man noch ein paar Kabelbinder drum machen, dass das schick ist. Da seht ihr jetzt hier die Anschlüsse, da ist zum Beispiel die Masseleitung, also die Erde, die geht direkt auf die Potentialausgleichsschiene des Hauses. Die Batterien sind untereinander auch nochmal, also die Masse wird praktisch durchgeschleift, wenn man so möchte. Das ist extrem wichtig. Dann haben wir noch eine Kommunikationsleitung, die geht zum Wechselrichter, ja, dass die auch noch so ein bisschen miteinander kommunizieren müssen. Das ist ja heutzutage auch immer relativ wichtig. Und hier haben wir noch einen Hauptschalter, um die Batterien im Zweifelsfall komplett abschalten zu können. Werfen wir auch noch einen Blick auf die andere Seite vom Wechselrichter. Hier haben wir noch folgende Anschlüsse. Wir haben jetzt hier das Kommunikationskabel, was zu den Batterien hingeht, was ich gerade schon gezeigt habe. Dann haben wir hier ein WLAN-Modul. Ja, damit kann sich der Wechselrichter nachher ins WLAN einloggen. Da kann man dann eben alles dann natürlich auch über entsprechende Apps und so weiter sich anschauen.
Dann haben wir noch einen, ja, wir müssen natürlich noch so ein paar Sachen abgreifen. Das machen wir später mit dem Elektriker. Das heißt, hier werden noch entsprechende, ja, noch ein Messgerät eingeklemmt, damit der den Verbrauch messen kann, etc. pp. Und dann haben wir hier letzten Endes nur zwei, einmal für den On-Grid und für die Backup-Versorgung dann praktisch zwei Leitungen, die hier danach herankommen. Das heißt, hier baue ich noch einen Kanal hin, einen kleinen Kabelkanal, und damit können wir dann in die Hauptverteilung reingehen. Da reichen dann praktisch hier zwei Gummileitungen, fünfadrige, so ähnlich wie beim CE-Stecker, dass man dann da reinkommt. Und die beiden Strings, die können wir dann hier nachher anschließen. Ja, PV1 und PV2, da können wir dann jeweils die beiden Strings, also hier haben wir jetzt nur einen String bei unserer Anlage, aber wenn ich die vielleicht mal erweitern sollte mit einem zweiten String oder was, dann könnte man den hier technisch gesehen auch noch anschließen. Naja, und das ist es im Prinzip auch schon. Ja, und dann sind wir zurück auf dem Dach, wo die Kollegen fleißig hier noch die letzten Schienen montieren und vor allen Dingen auch die Dachziegel schneiden. Was ich schon meinte, das ist eins der Hauptzeitfresser gewesen bei der Montage, weil man wirklich jeden Ziegel vom Dach runterbringt, unten schneidet und wieder an dieselbe Stelle hochbringen muss, und das kostet halt mächtig Zeit. Und wenn du schon mal so Videos von so erfahrenen Installateuren gesehen hast, dann siehst du meist, die stehen da oben freihändig am Dach, haben eine Flex in der Hand und ja, flexen da gerade so ein Stück aus dem Ziegel raus. Also ich sag mal so, das ist ja eh relativ umstritten, ob es jetzt gut oder cool ist, diese Dachziegel zu bearbeiten. Jeder Dachdecker wird dir sagen, auf gar keinen Fall sollte man das tun. Man sollte immer Spezialziegel nehmen. Die kosten allerdings auch eine ganze Menge Geld, weshalb es eben meistens auch genauso gemacht wird. Und dann bin ich zumindest der Meinung, wenn man schon dann die Ziegel schneidet, was ja eh nicht ganz so optimal ist, dann sollte man das allerdings so ordentlich wie möglich machen, ne? Und sich da eben auch mal ein bisschen Mühe geben. So wie der gute Wolf hier gerade. Am Ende haben wir es aber selbstverständlich auch hinbekommen. Ja. Unser Haltersystem ist jetzt hier vollständig installiert und wir können mit den Modulen anfangen. Aber ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen kurzen Schnitt und schauen uns hier einmal kurz an, was man insgesamt jetzt so beachten sollte, wenn man so ein Dachsystem installiert. Also erstmal natürlich die Abstände rechts und links, Randabstände. Wir sind jetzt hier jeweils auf den letzten Sparren, wenn man so möchte, gegangen mit den letzten Dachhaken. Und natürlich auch Abstände wie hier oben zu dem Lüftungs- oder zu dieser Entlüftung, dass das letzten Endes alles soweit in Ordnung ist. Ja, die Dachabstände nach unten und nach oben, also zum First sowie zur Traufe, die sollte man natürlich auch einhalten. Das sind alles so Geschichten, die man natürlich bei der Planung bereits berücksichtigen sollte. Aber ihr seht das jetzt nochmal. Und hier sehen wir auch sehr schön, selbst bei so einem kleinen Dach, wir reden hier über eine Anlage mit 20 PV-Modulen und selbst da sind schon 50 Dachhaken verbaut. So eine Dachziegel, was ich gerade schon meinte, so ein Spezialdachziegel, der kostet irgendwas um die 60 bis 70 Euro je nach Hersteller, dann kannst du dir ausrechnen, wie teuer alleine nur diese Spezialziegel selbst bei so einem kleinen Dach schon wären. Ja, und dann können wir loslegen und verlegen die Solarkabel, die dann runtergehen in den Heizungsraum. Hier benutzen wir übrigens Bitumenklebeband, um letzten Endes die Kabel da zu schützen, wo sie nochmal über eine entsprechende Kante, wie jetzt da eben über den einen Dachziegel, gezogen werden. Natürlich werden die Kabel auch am Haltersystem befestigt. Dafür ist hier bei dem Eiko-System extra sind so kleine Klemmhalterungen bei, damit die Leitungen wirklich am System anliegen und nicht da irgendwie frei auf dem Dach rumschwingen. Man darf immer nicht vergessen, die sollen ja auch da jetzt 20, 30, 40 Jahre drauf rumliegen. Auch hier sieht man noch so ein bisschen die Erdung. Wir haben das hier mit 16 Quadrat Erdleitung jede Schiene geerdet. Das ist auch extrem wichtig. Das wird dann zusammengeklemmt und läuft dann auch runter in den Hauswirtschaftsraum auf den Potenzialausgleich des Hauses. Das ist auch extrem wichtig, damit das eben auch immer das gleiche Potenzial behält wie der Rest des Hauses, ja, deine Anlage auf dem Dach. Blitzschutz ist jetzt bei uns hier nicht relevant, weil wir keinen Blitzableiter haben. Aber auch da, wenn Blitzableiter da wäre, dann müsste die Anlage sogar noch ins Blitzschutzkonzept mit aufgenommen werden. Und du musst entsprechende Abstände wiederum von den ganzen Sachen halten. Da werde ich aber vielleicht auch nochmal später ein eigenes Video zu machen. So, jetzt fangen wir an hier. Montage der ersten Module. Da hilft mir, zum Glück habe ich ja maschinentechnisch, bin ich ja immer ganz gut ausgestattet. Ja. Da hilft uns der Teleskoplader. Wir kriegen sie zwar nicht bis ganz nach oben mit den 7 Metern Ausleger, aber immerhin, ne, immer schon mal besser als gar nichts. Da ist zum Beispiel, das haben wir auf der Messe gesehen, in Düsseldorf, wo wir vor kurzem gewesen sind. Da gibt es ja diese Leiteraufzüge, die man einfach zusammensteckt mit einer kleinen Plattform drauf, wo du dann auch speziell für Photovoltaikmodule, wo du die da draufstellen kannst, festklemmen kannst, und dann fährst du dir die dahin, wo du sie hinbrauchst. Ja, also das steht auf jeden Fall auch auf der Wunschliste
bei uns hier bei Sonaro, weil du kannst natürlich jetzt nicht überall mit dem Teleskoplader vorfahren. Aber wenn du halt eine gewisse Anzahl X an PV-Module aufs Dach schlüren musst, dann weißt du am Ende des Tages halt auch, was du getan hast. Ja, also jetzt hier waren es ja auch wiederum nur 20 Module, aber stell dir halt mal eine größere Anlage vor, wo es dann vielleicht 30, 40, 50 Module sind. Ah ja, übrigens hier das dritte Modul von links, ja, das sieht so ein bisschen schmodderig aus, da bitte nicht wundern. Das hat man jetzt so vor Ort nicht so direkt gesehen, das habe ich tatsächlich erst nachher auf den Drohnenaufnahmen gesehen. Das Modul lag ganz oben und war dann so ein bisschen dreckig und dann hat da irgendwer mit dem Lappen einmal so rübergewischt und hat es aber eigentlich nur viel schlimmer gemacht. Das haben wir nicht so richtig gesehen, deswegen haben wir das auch so gelassen, hat sich aber mittlerweile durch den, wie sagt man immer, Selbstreinigungseffekt der Module, hat sich das mittlerweile auch wieder gereinigt, Gott sei Dank, ja, weil das hier doch tatsächlich etwas hässlich aussieht, ja, das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, keine Sorge, das ist nur ein bisschen Dreck gewesen, der da drauf war, den wir nicht richtig sauber gemacht haben. Ja, zum Anschluss der Module, das habe ich jetzt hier leider nicht so im Detail. Bei den Aiko-Modulen ist das eigentlich relativ gut gelöst. Die haben jeweils rechts und links eine recht kurze Anschlussleitung. Und je nachdem, wie du jetzt deine Strings planst, legst du die natürlich dann immer nebeneinander, schließt die an, also dann immer jeweils den Ausgang oder Eingang, wie auch immer, also den Plus auf den Minus und so schleifst du dann praktisch ein Modul durch das nächste durch. Das ist also jeweils einfach nur Stecker zusammenstecken und jedes Mal, wenn wir dann eine Reihe gesprungen sind, also jetzt von der obersten auf die mittlere und später dann von der mittleren auf die unterste. Da haben wir dann gerade noch ein eigenes kleines Kabel, ein Verbindungskabel gebaut, so ein Meter ungefähr, was du dann brauchst. Das ist auch kein Hexenwerk. Dann nimmst du einfach einen Meter Solarleitung, nimmst du zwei MC4-Stecker, logischerweise Plus und Minus. Und das wird nur abisoliert, da brauchst du kein Spezialwerkzeug, gar nichts für. Wird zusammengesteckt, das rastet dann mit einem Klick ein. Und dann hast du wirklich in ein, zwei Minuten hast du praktisch so ein Verbindungskabel hier gebastelt, ja. Und das kannst du dann hier auf dem Dach, also jetzt in diesem Fall, da wir ja nur drei Reihen haben, brauchen wir auch nur zwei Verbindungskabel noch zusätzlich und natürlich die zwei etwas längeren Leitungen, die dann jeweils vom, ich nenne mal, ersten Modul und vom letzten Modul dann bis runter in den Heizungsraum gehen. Das ist jetzt in diesem Fall, weil wir nur einen String haben. Wir hatten zwischenzeitlich überlegt, ob wir zwei Strings aufbauen, wäre technisch gesehen auch möglich gewesen jetzt von der Modulkonfiguration, aber es macht im Endeffekt überhaupt gar keinen Sinn, weil ja hier alle Module genau gleich ausgerichtet sind, ja, und dann macht letzten Endes machen dann mehrere Strings keinen Sinn. Da habe ich mir dann lieber die Option offen gelassen zu sagen, na, eventuell baue ich ja noch mal was auf die Garage drauf oder nehme das Balkonkraftwerk vom Carport runter und bringe da vielleicht noch drei Module drauf oder so. Das heißt, ich halte mir so jetzt praktisch Optionen offen. Wer natürlich ein komplexeres Dach hat oder sogar eine Ost-West-Ausrichtung, der kommt natürlich nicht umhin, da zwei Strings von vornherein dann entsprechend aufzuteilen, weil das ist immer wichtig, sobald die Module etwas unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind, sei es jetzt Einstrahlung und Winkel und sonst irgendwas oder auch Verschattungen oder so, dann sollte man auf jeden Fall immer sehen, dass man mehrere Strings baut, um eben die Effizienz zu erhöhen. So, jetzt haben wir die ersten, was sind es, 13 Module hier schon auf dem Dach, die sind natürlich miteinander verschaltet schon soweit und jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Spannung hier schon ankommt. Wir haben uns mal das Kabel geschnappt aus dem Heizungsraum, da sind überall schon Stecker drauf und wegen Berührungsschutz ist ja klar, ne? Und es ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel los mit der Sonne. Ich weiß nicht, wie spät wir es haben, aber naja, taucht nicht, ne? 13 Module. Warte mal, 40 Volt pro Modul. 40 Volt, ja. Ja, 500. Maximal, ja. Irgendwas. Müssten da jetzt oder könnten maximal rauskommen. Dran sein? Warte mal, ich kann nochmal testen. Ja, ich bin richtig dran. Ah, jetzt haben wir es hier. Ja. 467 Volt noch. Ja, 467 Volt. Um das vielleicht ein bisschen einsortieren zu können, kurze Erklärung, 467 Volt bedeutet pro Modul knapp 36 Volt, 35,9. Und das ist schon echt heftig. Also laut Datenblatt sind die angegeben mit 37,6 bei 800 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung. Und ihr habt ja eben das Licht gesehen. Also das waren ja nie im Leben noch 800 Watt. Also schon heftig. Und dabei kommt die noch auf fast 36 Volt. Das ist schon wirklich, was ich meine, diese Aiko-Module, das ist schon wirklich die neueste Technologie mit diesen ABC. Ihr müsst mal drauf achten, ABC, das heißt ja All Back Contact.
Das heißt, die gesamte Kontaktierung der Solarzelle findet auf der Rückseite statt und auf der Oberseite ergibt sich dadurch nur noch eine komplett homogene Oberfläche, was da schon mal für die Effizienz schon mal ein Plus ist, aber eben auch dann die Verwendung von der N-Type-Technologie und so. Ich hatte das ja in dem Messevideo auch schon erläutert, was das letztendlich für Vorteile bringt bei solchen Modulen, besonders eben unter so Bedingungen wie vor allen Dingen Schwachlicht oder eben auch Schattenwurf. Ja, das macht dann solche Modulen nur vergleichsweise wenig aus. Das ist schon wirklich ziemlich beeindruckend. Aber wir schon mal von beeindruckend sprechen. Oh, ich muss mal ein Bizeps anspannen hier. Nicht, dass du das Dach mit anhebst, Junge. Ja, wir wissen ja, Leistung und Kraft ist durch nichts zu ersetzen, außer vielleicht durch Effizienz. Ja, und da könnten wir hier mal kurz ein Standbild machen bei den Aiko-Modulen. Und ein Vergleich, ich zeige euch das mal hier nebeneinander. Links ist ein herkömmliches Modul, rechts jetzt unser Aiko. Und hier sieht man sehr schön die Oberfläche. Ja, das hier bei dem linken Modul, da sind letzten Endes die Leiterbahnen auf der Oberseite und bei dem Aiko-Modul nicht. Das ist eben das ABC, All Back Contact. Und das führt zuerst mal einem besseren Wirkungsgrad, natürlich am Ende des Tages auch zu einer besseren Leistung. Aber was eigentlich viel entscheidender ist, das ist eigentlich die gesamte Modultechnik, dass sie letztendlich auch eine sehr hohe lineare Leistungsgarantie haben, was viele Module so nicht anbieten, wodurch das eben sagen kannst, über die Jahre hingesehen, 20 Jahre, 30 Jahre, kommst du mit so einem Modul auf eine wesentlich bessere Ausbeute als mit herkömmlichen Modulen, vor allen Dingen mit älteren Technologien, wie zum Beispiel den Perk-Modulen. So, hier sehen wir jetzt vor allen Dingen auch noch einmal sehr schön den Abstand von den Haltern des Moduls zur Außenkante. Da gibt es auch mal je nach PV-Modulhersteller unterschiedliche Spezifikationen. Bei den meisten Modulen soll die Halterung irgendwo so im Bereich ab 10 cm bis maximal so 40 ungefähr liegen. Ja, so, also in diesem Bereich praktisch. Und bei dem Modul hier sagt man letzten Endes so grobe 40 cm plus minus soll das möglich sein. Weil deswegen haben wir das jetzt hier, also das hier sind, wie man sieht, relativ genau 40 cm. Das ist quasi super und nach oben hin ungefähr den gleichen Abstand. Aber das ist auch, letzten Endes muss man immer so ein bisschen gucken, je nachdem wie man die Halter befestigt und die Abstände von den Ziegeln und so weiter. Ja, muss man das am Ende letzten Endes immer sehen. Aber das muss man im Vorfeld natürlich bereits planen, dass man die Halterung, das Haltersystem immer auf so einem Abstand innerhalb des Moduls hat, damit man das auch, naja, normgerecht oder eben herstellerkonform montieren kann, das Ganze. Und damit geht es praktisch in den Endspurt. Die letzte Reihe der Module wird gelegt und vielleicht merkt man es auch, wir kriegen so langsam so ein bisschen Routine da rein. Die Handgriffe sitzen immer besser und es funktioniert einfach besser. Was man aber auch sagen muss, Leute, was ich eben schon meinte, die Module sind aber auch einfach nur totschick. Ich habe jetzt hier ja die in Anführungszeichen etwas einfacheren Module mit den silbernen Rahmen genommen. Die gibt es ja auch komplett in schwarz. Das heißt, schwarzer Rahmen, dann dazu noch ein schwarzes Haltersystem mit schwarzen Klemmen und so weiter. Dann hast du praktisch eine komplett durchgängig schwarze Oberfläche. Da ist dann wirklich gar nichts mehr in Silber. Und das ist auf jeden Fall auch für viele, glaube ich, ein echtes Argument, weil es einfach dann auch schon ziemlich schick aussieht. So, hier letzten zwei Module des Tages, der letzte Drohnenflug des Tages, bevor man fast schon sagen muss, dass es denn zu dunkel wird. Um diese Jahreszeit ist es ja so, dass es dann doch durchaus relativ schnell geht, dass die Sonne weg ist. Und deswegen jetzt die letzten zwei Module und damit ist dann die Anlage soweit auf dem Dach. Dann werden noch die Anschlüsse gemacht und dann übergeben war das Ganze praktisch an den Elektriker, der dann eben zusehen muss, dass er im Hausanschlussraum dann die entsprechenden Vorbereitungen vornimmt. Plus natürlich der ganze Papierkram, der dann noch so auf uns wartet oder auf den Elektriker. Aber das ist dann, was ich schon meinte, noch ein Ding für ein anderes Video. Heute wollte ich mich ja hauptsächlich auf die Montage konzentrieren. Und da werden natürlich rundherum noch einige Videos folgen. Das kann ich euch hier an dieser Stelle schon mal so weit versprechen. Ja, Freunde, und damit bin ich jetzt auch unter die Energieproduzenten gegangen. Moment, Energie kann man ja gar nicht produzieren, aber ach, egal. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Und ich bin sehr froh. Das hat echt gut geklappt, das hat eine Menge Spaß gemacht, war wie gesagt ein echtes Abenteuer, so eine Anlage mal wirklich selber zu installieren und da haben wir auch echt eine ganze Menge bei gelernt, wo es ja auch am Ende des Tages drum ging. Ja, ich habe vor allen Dingen gelernt, wie viel Papierkram da tatsächlich hintersteckt. Ich warte heute noch auf den Anschluss und die Inbetriebnahme der Anlage, das ist nämlich immer noch tatsächlich
offensichtlich immer noch nicht passiert. Das wird dann irgendwann 2024 folgen. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber bis dahin hat alles wunderbar geklappt. Ja, also die meine beiden Kumpels Alex und Wolf, die haben sich echt Mühe gegeben, die Anlage tippitoppi zu installieren. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Ja, das ist echt astrein gewesen. Bin ich sehr von begeistert. Und auch unser Lieferant Eiko, auch da nochmal ein dickes Dankeschön geht da raus, weil die uns ja auch nochmal unterstützt haben mit zwei Kollegen vor Ort, die uns noch so ein paar Tipps gegeben haben, so ein paar Best Practices, wie man so schön sagt, ja, so dass wir wenigstens auch mit unserem Erfahrungslevel nicht bei Null anfangen mussten, sondern so ein bisschen auf deren Best Practices und Erfahrungen aufbauen konnten. Und das hat uns natürlich auch sehr viel Zeit erstmal gespart und auch eine Menge Nerven weniger gekostet. Wir haben ja auch jetzt gelernt, welche Schmerzen auch so Do-it-yourselfler haben vor allen Dingen. Wenn man so eine Anlage jetzt installiert und will die angeschlossen kriegen, wo sind da nicht so die Probleme hauptsächlich? Ne? Das ist schon recht interessant, wie das in Deutschland so abläuft mit diesem Flickenteppich aus entsprechenden Messstellenbetreiber und Energieversorgern und Netzbetreiber und hast du nicht gesehen. Und dann eben so eine Anlage da ans Netz zu kriegen, weil jeder hat irgendwie andere Formulare, jeder will das irgendwie ein bisschen anders von dir haben und der eine Elektriker, der hier vor Ort tätig ist, der kann das gar nicht woanders machen, weil er da wieder nicht beim EVU gelistet ist und solche Scherze. Das ist echt der Wahnsinn. Mir ist also auf jeden Fall einiges klar geworden, warum das mit dem PV-Ausbau in Deutschland tatsächlich nicht so einfach ist. Ja? Aber da arbeiten wir dran, mal schauen, wir sind da so ein bisschen bei, uns so ein paar Lösungen, schlaue Lösungen zu überlegen, um das Ganze so ein bisschen zu unifizieren, sodass es praktisch dann auch einfacher ist, eine PV-Anlage selber irgendwo aufzubauen und trotzdem aber einen qualifizierten Elektriker zu finden, der auch dann Lust dazu hat, euch die Anlage entsprechend anzuschließen und dass die dann von eurem Netzbetreiber auch in Betrieb genommen werden kann. Wie gesagt, das kommt aber alles noch später, genauso wie noch so ein paar Videos, die sich jetzt so als Ideen hieraus entwickelt haben. Das werden wir uns mal gucken, da kümmern wir uns dann die nächsten Wochen drum. Ihr könnt natürlich trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, was für euch vielleicht im Moment wichtig ist, was ist für euch interessanter, ne? So ein bisschen der Papierkram oder vielleicht solche Sachen wie Blitzschutz oder so. Ja? Gibt eine Menge Themen rund um PV, ist ein wirklich interessantes Feld, da werden wir 2024 auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu sehen. Naja, und dann würde ich sagen, an der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da oder auch einen Kommentar, wenn noch was fehlen sollte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.